Also, ich hoffe, ihr hört mich alle. Schön, dass ihr alle gekommen seid zu unserem High Seven in Trebgast, dass viele angereist sind. Vielleicht auch ein paar Trebgaster, die hatten dann nicht ganz so weit einen Weg. Wir wollen gleich mit einer schönen Runde Lobpreis reinstarten. Aber davor möchte ich euch unser neues Mitglied noch kurz vorstellen. Und zwar der Hannes, unser neuer Kachonist. Den werdet ihr jetzt auch, wenn ihr noch öfters kommt, auch öfters sehen. Und natürlich hoffe ich, dass ihr öfter kommt. Aber erstmal möchte ich euch unser erstes Lied vorstellen. Und zwar singen wir Prince of Peace. Ich denke, ein paar von euch werden es schon kennen. Und die Prozedur, die wir immer machen, und zwar funktioniert das Ganze so. Anfangen tun die Männer und darauf folgen tun dann die Frauen. Wir singen dann immer abwechselnd, bis wir dann zum Refrain kommen. Wenn ihr es jetzt noch nicht ganz so verstanden habt, werdet ihr gleich im Lied sowieso verstehen. Ach oh ja, genau. Das hab ich fast vergessen, danke. Und zwar, wenn ihr singt, dann steht ihr auf. Ich möchte euch alle aufstehen sehen. Of my day.
Dank für all deine Taten. Jeden Tag will ich dir sagen, wie groß du bist. Jeden Tag will ich entscheiden, dich zu ehren für all deine Taten. Jeden Tag will ich dir sagen, wie dich zu ehren für all deine Taten.
take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Haben sie die ganz schlechten Plätze gekriegt, nämlich die ganz hinten. Ne? Und so ändern sich die Zeiten, weil heute haben die neuen Märkte die ganz guten Plätze, weil die ganz guten Plätze sind jetzt die ganz hinten. Ne? Das sind die meisten. So, ja, so kann sich Geschichte erfüllen. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und ein paar Gedanken mit euch teilen darf. Es ist keine Predigt, keine Angst. Ich halte es auf einen kleinen oder ein paar wenige Gedanken. Wer mehr dazu erfahren will, kann nächste Woche zu spät auf Steakuristins nach Neuenmarkt kommen, dann werde ich das noch ein bisschen vielleicht weiter ausführen. Heute geht es um eine entscheidende Frage.
Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr eine Frage habt oder wenn ihr halt, sag ich jetzt mal, eine Antwort sucht. Also wenn man Frage hat, sucht man eine Antwort. Wenn ihr eine Antwort sucht, was macht ihr dann? Also, keine Ahnung, vielleicht wie ich. Ich tippe das dann in meinen Browser rein bei Google und gucke dann, was Google mir bringt. Ich weiß nicht, ob wem das schon mal aufgefallen ist. Google bringt ja nie eine Antwort. Also bei Google bekomme ich auf eine Frage, die ich da eintippe, nie eine Antwort. Sondern ich kriege nur irgendwelche Links zu anderen Seiten, von denen Google meint, dass ich auf diesen Seiten die Antwort auf meine Frage finden könnte. Das ist eigentlich ziemlich fies. Gut, jetzt kommt mittlerweile KI und KI ist anders. KI gibt dir eine Antwort, ob die richtig ist oder nicht, ist momentan noch manchmal ein bisschen nicht immer gewährleistet, sag ich mal. Also es geht um Fragen. Und wenn Google dich, wenn du eine Frage bei Google eingibst und bekommst du Links zu anderen Webseiten und schon seit einer ganzen Zeit auch kriegst du schon auch Antworten. Und zwar unter den ersten Suchergebnissen kommen so Fragen und Antworten. Weiß nicht, wem das schon mal aufgefallen ist. Das sind so Fragen und Antworten und dann sind oft ist so die Frage, die man selber eingegeben hat, findet sich dann mehr oder weniger wieder. Und dann kann man da draufklicken und dann merkt man, ich komme irgendwie auch auf eine andere Webseite, wo halt jemand eine Antwort genau auf diese Frage geschrieben hat. Das sind dann oft die sogenannten FAQs, also die Frequently Asked Questions. Das ist die Bedeutung von FAQ oder man kann sagen, die häufig gestellten Fragen. Was die Leute halt immer wieder fragen, das nervt dann die Leute, weil da immer welche anrufen und fragen immer das Gleiche und dann sagen sie, komm, wir schreiben auf unsere Webseite, schreiben wir schon mal die Antwort drauf. Vielleicht erspart uns das die Arbeit, die Frage zu beantworten und dann gibt es die FAQs auf den Webseiten und ich gucke da oft rein und dann denke ich mir, ach, die Frage habe ich mir noch nicht gestellt, aber die ist auch interessant, will ich da auch noch die Antwort lesen, ach, und dann das noch. Also da kann man schon ein paar Antworten finden. In unserer Bericht aus der Bibel heute, warte mal, da geht es eben auch mal eine Frage. Also interessanterweise die Frage, um die es heute geht, wenn man die bei Google eingibt, kommt man nur auf Bibelseiten, auf alle möglichen Bibelseiten. Also das heißt schon, die Frage ist schon sehr speziell, hat wirklich was mit dem Glauben zu tun und ist nicht so eine Allerweltsfrage. Aber wie ist die Story? Also es ist so, Jesus ist unterwegs, Jesus war ja immer viel unterwegs und wo er war, sind die Leute zu ihm gekommen, mal mehr, mal weniger, mal war es ein bisschen einsamer, aber an dem Tag, an dem das uns die Evangelisten berichten über diese spezielle Begegnung, da war ziemlich viel los. Die Leute kamen in Massen zu Jesus und alle wollten was von ihm. Ne? Und dann kam noch, und ich finde es süß, dass wir ein kleines Kind hier haben, das auch immer mal einen Kommentar abgibt und mitmacht. Und das war auch so, da waren dann Mütter mit ihren Kindern und die wollten dann auch zu Jesus hin. Kennt ihr die Geschichte, ne? Die Segnung der Kinder? Und die Jünger haben erst gesagt, also so viel los heute und alle wollen was, also bitte, sorry, bleibt mal ihr wegen zurück. Ne? Aber Jesus hat gesagt, nee, lasst die Kinder zu mir kommen, ne? Weil ihrer ist das Reich Gottes. Und gleich danach, also nachdem er dann die Kinder geherzt und gesegnet hat, kommt ein Mann gerannt, der wirft sich vor ihm nieder, also das heißt, der kommt gerannt, der wirft sich vor ihm nieder auf die Knie und stellt Jesus eine Frage. Also ein paar von den Bibelforschern, die schon Bibel selber gelesen haben oder vielleicht viele Gottesdienste besucht haben, die wissen vielleicht schon, um wen es da geht. Und die Frage ist, was hat er gefragt? Ne? Also heutzutage, wenn Jesus jetzt irgendwo, ich sage jetzt mal in Kulmbach am Marktplatz wäre und da wären viele Leute und einer würde hingehen zu Jesus, was würde er ihn fragen? Was meint ihr? Was würdet ihr fragen? Ja, die Frage ist aber, was würdet ihr fragen? Also ich denke, die meisten würden fragen, können wir ein Selfie miteinander machen? Ja, das ist, glaube ich, heute die Frage. Und ich habe mich das wirklich ernsthaft gefragt auch, weil ich habe vor kurzem die Gelegenheit gehabt, halt jemanden zu treffen, der so ein bisschen bekannter ist. Aber ich habe ihm nicht eine irgendwie tiefgreifende Frage gestellt. Also es war der Valentin Schwarz, der Regisseur vom Ring des Nibelungen von den Bayreuther Festspielen. Und der ist ein bisschen umstritten und gerade deswegen mache ich ihn irgendwie, ne, weil die anderen alle irgendwie motzen, das ist nichts Tolles, was er macht und ich finde ihn aber super nett, ist so ein junger Österreicher, ganz lockerer Typ. Und dann habe ich den getroffen und dann habe ich nicht gesagt, ah Valentin, erklär mir doch mal, warum ist denn bei dir in deiner Regie das so und so und nicht wie die anderen das machen.
so eine tiefgreifende Frage. Dafür ist ja gar nicht die Zeit gewesen und nicht der Ort gewesen. Da habe ich nur gesagt, können wir ein Selfie miteinander machen? Ja. Und dann habe ich stolz ein Selfie mit ihm gemacht und habe es ihm gezeigt. Also ich denke, heute wäre es wahrscheinlich auch so. Die Leute würden sagen, kann ich ein Selfie haben mit dir, Jesus? Aber der Mann, weil er mangels eines iPhones vermutlich, hat der Mann eine ganz andere Frage. Und die Frage ist wirklich auch, die wir uns heute stellen, dann komme ich am Ende des Gedanken nochmal darauf zurück, welche Frage würden wir denn Jesus stellen, wenn wir diese Chance hätten, ihn wirklich von Angesicht zu Angesicht zu sehen und unabhängig von dem, was drumherum ist, eine Frage zu stellen. Ich lese jetzt einfach mal die Bibelstelle, dann haben wir schon ein bisschen Einblick. Das ist aus Markus 10, Verse 17 bis 23. Und als Jesus auf den Weg hinausging, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erhalte? Aber Jesus hat doch die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Zeugenaussagen machen, du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und er antwortete ihm: Meister, das alles habe ich seit meiner Jugend eingehalten. Und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Er aber wurde tief betroffen über das Wort und ging betrübt davon, denn er war sehr reich. Also die Überschrift ist oft hier der reiche Jüngling, und es ist eine Begegnung, ich denke, die meisten von uns haben da schon mal drüber gehört. Es ist schon eine dramatische Begegnung und alles dreht sich um eine Frage, nämlich die Frage: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Das ist das, was den jungen Mann, der da kommt, bewegt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Manche sagen auch, ein neues Leben zu erhalten, das neue Leben im Glauben, das neue Leben in Jesus. Ihr kennt vielleicht in Kulmbach den Schwedensteg. Und da im Schwedensteg gibt es ja auch eine Gemeinde, eine landeskirchliche Gemeinde. Und also wenn man jetzt von der Stadt reinfährt, bevor, das ist ein bisschen so zurückversetzt im der Schwedensteg, und davor ist ein Haus, das war früher die Firma Friedrich, die hatten so Schreibwaren und alles Mögliche, und an dem Haus von der Familie Friedrich, da haben die von der Gemeinde gefragt gehabt, und dann haben die eine ganz große, man würde heute sagen Graffiti, ne, also einen ganz großen Spruch an die Wand schreiben dürfen, und da stand drauf: Jesus schenkt neues Leben. Und dann hat mir mal die Frau Friedrich, die habe ich mal kennengelernt, und hat die mir, da war ihr Mann schon verstorben, hat sie erzählt, da hat mein Mann immer gesagt: Ach, wenn er nun mir das Alte schön macht, das wäre mir ja schon auch recht. Ne? Und das ist halt so die Frage: Was sind die Erwartungen an Jesus, was sind die Erwartungen an den Glauben, was sind die Erwartungen an Gott? Möchte ich, dass er mein Leben einfach schön macht, mich begleitet und es segnet und alles angenehm ist? Oder möchte ich wirklich in erster Linie dieses ewige Leben, diese bedingungslose Verbindung mit Gott und mit Jesus erleben? Das ist eine sehr offene Frage, was muss ich tun? Das ist eine sehr, sehr offene Frage, und da ist eine einfache Antwort eben auch schwierig. Und Jesus macht es ja auch so, dass er sagt, ja, also erstmal anknüpft an das Bekannte, ne? Was sagt man denn üblicherweise, was du tun musst? Ja? Kennst du denn die Gebote, die es ja gibt? Und wiederhol die nochmal. Und dann sagt der Jüngling: Ja, das alles kenne ich und das alles halte ich immer ein. Inwieweit es eine Selbstüberschätzung ist, da sage ich vielleicht nächste Woche nochmal was drüber bei der ausführlichen Predigt. Weil, ja, also wir wissen ja alles selber, der Wille ist da, aber wer von uns kann wirklich sagen, ich halte immer alles ein? Die Bibel sagt, das gibt es nicht. Ja? Also wie gesagt, wir sind alle Sünder, aber wie gesagt, das ist, wäre jetzt ein bisschen ausschweifend, das auch noch auszuführen. Aber Jesus hat in den Menschen lieb, in diesen Menschen lieb, egal
wie wenig oder wie viel er gesündigt hat. Jesus liebt ihn, das können wir auch lesen. Und er gibt ihm die entscheidende Antwort und sagt, du musst deinen Besitz aufgeben. Du musst deinen Besitz aufgeben und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann kannst du mir nachfolgen. Und jetzt ist die Frage, ist es der Weg, den die Bibel insgesamt lehrt? Ja? Entledige dich deines gesamten Besitzes, dann bist du ein guter Christ, würde man vielleicht heute sagen. Nein, das lesen wir eigentlich sonst nicht, sondern das ist die individuelle Antwort, die Jesus diesem einen Menschen gegeben hat, weil er ihn kannte und weil er wusste, dass für ihn das der heikle Punkt ist, dass sein Besitz seine Nummer eins ist, dass sein Besitz das ist, was ihn am meisten gefangen hält und er nur frei werden kann, wenn er das loslässt. Darum ging es eigentlich Jesus. Da ging es jetzt nicht darum, um Reichtum per se, sondern wenn der Reichtum eben in so eine Abhängigkeit, in so eine Gefangenschaft führt. Und daher ist es ja auch entscheidend, was, wenn ihr und wenn wir und jeder von uns diese Frage an Jesus richtet, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Dann wird die Antwort bei jedem anders ausfallen. Vielleicht gibt es natürlich auch Wiederholungen, vielleicht ist auch jemand, der wirklich auch am Geld hängt, vielleicht ist da die Antwort ähnlich, aber ich denke, jeder hat so seine eigene Situation und sein eigenes Lebenskonzept. So als bildlich gesprochen kann man sich ja immer den Thron vorstellen. Ne? Der Thron, der im persönlichen Leben, was ist auf dem Thron? Was ist einem das Wichtigste? Es ist bei manchen Leuten wirklich die Harmonie in der Familie und da wird alles untergeordnet. Für andere ist es Karriere, für andere ist es Reichtum, für andere ist es was auch immer. Also da hat jeder so sein eigenes Thema, was er da auf dem Thron sitzen hat, weil der Thron ist nie leer. Von Natur aus sitzt da nicht Jesus drauf, sondern irgendwann, wenn wir zum Glauben durchdringen, bedeutet es, dass wir das, was vorher auf dem Thron war, runterstoßen und Jesus an seinen angestammten Platz, wo er eigentlich sitzen soll, Platz nehmen lassen. Und deswegen ist die Frage an uns, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Jetzt haben wir nicht Jesus hier, der jeden von uns so durch und durch kennt, dass er diese Frage beantworten könnte. Aber wir haben Gottes Wort, wir haben die Bibel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke oft, wenn ich in der Bibel lese, bekomme ich Antworten. Da steht was, was schon lange, lange da steht, aber in der einen Situation, wenn ich das lese, und vielleicht habe ich es auch vorher schon mal gelesen oder ein paar Mal gelesen, aber in der einen Situation spricht es zu mir plötzlich und ich merke, ja, da ist was dran. Da muss ich auch für mich selber mich bewegen, da muss ich auch was loslassen. Also ich habe auch immer schwer getan, Jesus auf Nummer 1 zu setzen, weil ich immer die Befürchtung hatte, da ging es jetzt nicht um Geld und Reichtum, da war ich noch so jung, da hatte ich auch kein Reichtum, aber ich, also meine Unabhängigkeit, meine Freiheit, und ich dachte, wenn man Christ wird, dann wird man, ich sag's mal hart, zum Sklaven Gottes, ja, dann macht man nur noch, was Gott will, und das ist genau das, was man eigentlich selber nicht machen wollte. Also. Und ich habe nicht verstanden damals, dass das Christsein Freiheit bedeutet, dass genau das Gegenteil ist, dass man eben nimmer Sklave ist von egal wem, sondern dass man vollkommen frei ist. Jetzt im Nachhinein kann ich das bestätigen, aber damals habe ich mir da wirklich schwer getan. Und ich denke, jeder hat so ein Thema, wo er sagt, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe irgendwie eine Befürchtung oder ich habe irgendwas anderes, was mich zurückhält. Und stellt mal diese Frage an Jesus in eurem Herzen, in aller Stille und guckt, ob ihr eine Antwort bekommt oder lest in der Bibel dazu und schaut, wo er da die Antwort findet. Weil ich denke, da sind wir uns einig, das ewige Leben, das ist eigentlich viel, viel entscheidender wie alles andere, auch entscheidender eben als der Reichtum. Na, wenn ich jetzt hier einen 10-Euro-Schein und einen 100-Euro-Schein hätte und würde sagen, okay, hier ist ein 10-Euro-Schein, den kannst du haben, aber am Ende, wenn der Gottesdienst aus ist, musst du mir wieder zurückgeben. Oder ich habe hier einen 100-Euro-Schein und den kannst du in Ewigkeit behalten. Da wird ja keiner von uns überlegen, was wertvoller ist. Aber wir tun uns oft schwer, eben Jesus an die Stelle und an die Position zu stellen, die er einnehmen möchte in unserem Leben, nämlich der, der auf dem Thron sitzt und der uns lieb hat. Das ist so das Tolle dran. Soweit mein Gedanke heute zu diesem
jungen Mann, der da gefragt hat, und ich denke, alle sind wir irgendwo mehr oder weniger aktiv auch in dieser Frage, mit dieser Frage beschäftigt, aber wir sehen hier, wie die Antwort sein kann, und wir wissen, unsere Antwort wird anders sein, aber die wird auch wichtig sein für uns. Also lasst uns das Jesus fragen. Amen. Wir wollen jetzt Lobpreis machen und machen drei Lieder und wir wollen den Herrn lobpreisen, und da seid ihr alle einfach herzlich zu eingeladen. Noch ein Angebot, dass falls jemand jetzt was auf dem Herzen hat, was er vielleicht loswerden möchte, einfach schön in zwei Gespräche jemanden braucht, den er zu reden hat, dann ist hinten der Julian, der Blacky, der Luca, der ist auch irgendwo. Genau, der ist so ein richtiger Knuddelmensch, also der kann sowas. Feiern.
denn die Tür hin zu Gott nun durch dich geöffnet ist. Halleluja, sei dir der Dank. Halleluja, sei dir der Okay, also das war's auch schon fast mit unserem High Seven. Und zum Schluss haben wir noch ein paar Abkündigungen für euch. Am 15.09. ist der OGO, der beginnt um 19.03 Uhr. Und zwar ist es der Jugendgottesdienst in Untersteinach. Am 15.09. ist ebenfalls Back to Church Gottesdienst. Der nächste High Seven ist am 13.10. wie immer um 19.07 Uhr und auch in Neuenmarkt. Genau, Jungschar ist jeden Freitag um 16.30 Uhr, außer in den Ferien. Und Gleis 7¾ ist jeden Freitag um 19 Uhr. Falls ihr das nicht kennt, das ist der Jugendtreff von Neuenmarkt und wir spielen immer Spiele, es gibt Input, ist immer super toll. Genau. Es gibt, das seht ihr hier oben auch angeschrieben, das Jugendhandy bei uns in Neuenmarkt. Ihr könnt euch, wenn ihr wollt, diese Nummer hier einspeichern. Da gibt es immer Infos, wie zum Beispiel, wann denn die nächsten Gottesdienste sind, dass wieder Gleis ist oder auch die Jungschar. Einfach, was immer so in Neuenmarkt vor allem ansteht. Und da gibt es auch immer den Wochenspruch und der ist: All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. Genau, wir wollen jetzt noch das Segenslied zusammen singen und davor würde noch der Dietmar euch den Segen zusprechen. Genau, und ich würde auch noch gern ein Gebet für uns alle sprechen. Ja, ihr steht ja sowieso schon, das ist gut. Ja, danke lieber Gott für jede einzelne Person, die heute hierher gekommen ist. Danke für unser High Seven Team, dass es immer wieder schafft, auch wenn wir manchmal weniger Leute sind. Und ich bitte dich, dass wir nie vergessen, für wen wir das machen. Nämlich tun wir das für dich, Gott, und für dich alleine. Ich hoffe, euch hat dieser Gottesdienst Kraft gegeben. Und Gott, ich möchte dich auch noch bitten, dass wir alle einen guten Start in die Schule haben oder in die Uni und in die Arbeit. Genau. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und Kraft, Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wir singen jetzt noch das Segenslied. Ihr dürft gerne, wenn ihr wollt, stehen bleiben und danach wünsche ich euch einen guten Weg nach Hause. Wenn ihr dann rausgeht, dann seht ihr da stehen so Eimer. Da
Da sind Weintrauben drin von den Pezes, frisch gepflückt, schmecken wunderbar. Wir müssen weg. Esst sie bitte. Sind seine Werke, er hat dich gemacht, der schon im Mutterleibe über dich gewacht, der dich liebt und beim Namen nennt und der jeden Schritt von dir kennt. Der Herr segne dich und er behüte dich, Gottes Friede leuchte über dir, wenn es dunkel wird, sei bei dir sein, der dich trägt und mit Frieden füllt und der all deinen Kummer stillt. Der Herr segne dich und er behüte dich, Gottes Friede leuchte über dir. Yeah.